Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute fahre ich den Panzerwerfer 42. Ich habe das Ding eben gerade bekommen als Gutschein. Also ich habe nur eine Stunde Zeit. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das Ding überhaupt hier fahre. Wie man sieht, ich habe hinten 10 Rohre. 10 Raketenrohre, also zum Abschießen von Raketen natürlich. Klar, vorne das MG drauf. Es ist ein gepanzertes Fahrzeug. Also jetzt nicht wie so ein... wie bei den Russen hier oft diese LKWs mit dem Aufsatz. Einfach mit einer aufmontierten Lafette oder aufmontierten... Artilleriegeschütz. Und wie man sieht, es ist gar nicht so einfach hier rauszufinden. Okay, das war jetzt einfach. Das waren Schrapnelle, die das Ding zerfetzt haben. Aber rauszufinden, ab welcher Höhe man hier zielen muss und um überhaupt effektiv zu treffen. Ich glaube, da bin ich mit dem MG fast besser dran beim Zielen. Muss das hier wirklich ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wie hoch und wie weit das Ziel entfernt sein darf, damit man hier vernünftig trifft. Aber wie man sieht hier. Ja, okay, jetzt habe ich getroffen, Gleiskette. Einfach ist das nicht. Ich bin ja schon mal diesen, ich glaube, das BMT 5, wenn ich mich recht entsinne, bei den Russen, das war auch ein Gutschein, den ich bekommen hatte, für eine Stunde. Da konnte ich auch nicht allzu viel machen. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen Kill hinbekommen. Aber es war nicht einfach, ansonsten öfter mal ein paar Treffer. Das meiste war durch Schrapnelle, oder also durch Splitter, die halt entstanden sind, weil die Granate oder Rakete in dem Fall halt vor dem Ziel aufgetroffen ist und dann die Schrapnelle reingeflattert sind. Und wie gesagt, es ist echt nicht einfach hier, gerade für mich. Also ich glaube, da muss man schon Entschuldigung, ein ziemlicher Crack sein, um das Ding hier effektiv spielen zu können. Und man muss das natürlich auch häufig spielen. Ich wollte immer diesen Calliope-Panzer haben. Calliope. Und ich glaube, wenn ich mir den kaufen würde, der kostet ja so um die 50 Euro, 40, 50 Euro, wenn man den umrechnet, also die Golden Eagles, würde ich ihn wahrscheinlich auch ziemlich oft fahren. Und dann wäre ich wahrscheinlich auch besser. Aber wie man sieht hier, wenn man einfach im Fadenkreuz abfeuert, dann das Ding sonst wo. Jetzt bin ich drüber, habe ich drüber hinweggeschossen. Das ist echt nicht einfach. Jetzt wieder zu weit davor. So, jetzt habe ich. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich versuche das hier irgendwie rauszufinden. Wieder zu weit. Also wirklich schon minutiöse Arbeit hier. Gut, jetzt darf man nicht vergessen, das ist ein etwas höherer Panzer. Ich weiß gar nicht, welches Battle Rating das Ding hat hier. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich habe es bekommen und gleich hier losgelegt, hier, um das mal zu zeigen. Ich meine, der Sound ist einfach geil. Klar. Dieses Geheule, so war es ja auch bei dem BMT. Ist einfach geil, das klingt ja natürlich wie so ein Hexengeheul oder so. Und natürlich hatte jeder im Krieg, also die daran beteiligt waren und das Ding gehört haben, natürlich ihre eigene Bezeichnung. Ja, und da hießen die Katyuschas natürlich Stalinorgel und halt hier Panzerwerfer oder keine Ahnung, wie sie es genannt haben. Hitlers Klavier oder keine Ahnung. Aber ja, wenn man da dran ist, trifft man auch ein bisschen häufiger. Okay, das Ding werde ich hier wohl nicht kaputt kriegen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er so stark gepanzert ist. Also entweder ist er so stark gepanzert oder die Raketen sind einfach zu schwach hier. Jetzt fahre ich ja schon fast an das Ding rein, so nah würde ich wahrscheinlich so normalerweise nicht dran gehen. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Ding auch vielleicht dafür gedacht, dass man so erst ab 500 Meter irgendwie den Dreck hier rausfeuert oder ab 400 Meter. Ich versuche es mal von hinten. Ich werde auf jeden Fall ein, zwei Runden fahren. Also eine Runde auf jeden Fall. Okay, das sieht natürlich schon cool aus. Das kann man nicht abstreiten. Aber wirklich Schaden macht das hier auch nicht. Okay. Ja, das war schon ziemlich cool. Jetzt habe ich bloß noch eine Rakete übrig hier. Ist halt auch ein bisschen umständlich, weil man keinen Indikator hat. Um zu wissen, ob man jetzt vernünftig treffen würde oder nicht. Wahrscheinlich auch einfach, weil der Aufprallradius zu groß wäre. Um das hier vernünftig darzustellen. Oder darstellen zu können. So, das ist ein KV-2 hier. Gucken, wie man den hier bearbeiten könnte. Wahrscheinlich auch eher von hinten. Okay, das war nur ein Treffer. Das sah ja schräg aus. So, und natürlich wie auch bei den anderen Panzerwerfer. Ich nenne ihn jetzt mal Panzerwerfer. Also bei dem anderen Raketen, Fahrzeug.
Wird während der Fahrt nachgeladen. So, jetzt gucken wir uns das Ding nochmal richtig an. Oder gucken wir mal wenigstens kurz an. Wir sind 52 Minuten habe ich noch. Also, es ist ein gepanzertes Fahrzeug. Ich glaube, der Schutz ist auch nicht allzu hoch hier. Ja, die Lafette da, die das auch montierte, das ist relativ hoch, also eine dicke. Was laber ich hier eigentlich? Weil der Rest, wie man sieht, ist alles so ganz dünner Stahl hier, Geschützstahl, gewalzter Panzerstahl, ja, 10 mm, das ist auch das höchste hier. Und ansonsten, ich sehe gerade, hier ist gar keine Munition angegeben. Das wird wohl Nebenebene sein, links und rechts. Naja, gut, ich sag mal so, ich fahre mal eine Runde und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Also bis gleich dann, ne? So, jetzt fahre ich hier tatsächlich meine erste Runde mit dem Panzerwerfer. Wie ihr seht, die restlichen sind ja Sturmpanzer und Panzer 3. Battle Rating ist natürlich lächerlich. Wie ihr gerade gesehen, 15 cm Sprenggranate sind geladen. Ich will einen anderen Punkt wählen. Fast vergessen. Wir sind hier in Kuban. Bekannte Karte. Ich fahre Kubane ganz. Kubane? Jetzt sagt sie wahrscheinlich an Kobane. Also, aber das ist woanders. Und da ist natürlich auch die Kacke am Dampfen. In Kuban ist eigentlich eine favorisierte Karte von mir, obwohl ich diese Waldkarten gar nicht so mag. Und diese Dschungelkarten. Ja, den Dschungel mag ich eigentlich überhaupt nicht, ne? Aber hier geht's, hier ist das irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, die Art und Weise, wie das aufgeteilt ist, die Basen und wie das die ganze Aufstellung ist hier, gefällt mir einfach besser auf beiden Seiten eigentlich. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier irgendwie. Jetzt fällt mir gerade auf, diesen Satz sage ich auch ziemlich oft. Ich muss gucken, dass ich irgendwie irgendwas schaffe oder irgendwie so einen Scheiß sage ich ständig. Naja, auf jeden Fall will ich mich nicht gleich weghämmern lassen. So, das ist ein 8-8er Flak. Ich glaube, die sind viel zu weit hinten, wenn man sieht erstmal, wo die Granaten hinfliegen. Ja, das bringt ja überhaupt nichts hier. Das irritiert mich. Also, man muss wirklich tierisch üben. Ich glaube, irgendwann werde ich das auch machen. Spätestens, wenn ich mir mühsam den Calliope-Panzer vom Mund abgespart habe, werde ich wahrscheinlich häufiger mit Raketen unterwegs sein. Cool wäre natürlich, wenn man irgendwie im Setup mindestens einen so einen Raketenwerfer hätte. Ich will mich auch nicht treffen lassen hier. Ich will das Ding ja nicht gleich verlieren. Ich habe zwar Gutscheine, aber trotz allem würde ich gern mal schauen, dass ich einfach so durchkomme. Ich bin natürlich sehr vorsichtig jetzt, weil ich kenne dieses Fahrzeug nicht, ne? Wenn man ja bei anderen Fahrzeugen die Möglichkeit hat und noch genug Zeit, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. So, jetzt werde ich erstmal zurückfahren, denn nachladen und da oben stehen ist immer blöd. So, Artillerie ist frei. Hier wird drüber geschossen. Ich glaube das schon, dass das mir gilt, denn hier ist ja sonst weiter keiner. Doch, neben mir ist noch einer. Scheiße, hier hat Achter. Am besten wäre natürlich so Kombinationspanzer, sag ich mal so. Oder Kombinations. Ja, doch, Kombinationspanzer mit dem Rohr vorne und Raketen, sodass man auch eine Möglichkeit hat, sagen wir mal, wenn die Raketen am Nachladen sind, dass man anders schießt und oh shit. Kann ich den so treffen? Das Blöde ist, ich sehe ja natürlich auch nicht genau die Flugbahn hier. Ich feuer hier einfach raus wie ein Blöder. Und ich sehe nicht genau, ob ich jetzt drüber hinweggeschossen habe oder. Zu weit vorne oder ich sehe eigentlich gar nichts hier. Aber irgendwas muss ich machen, denn ich will hier nicht als Punktletzter rausgehen. Heißt, mich drängt es schon so ein bisschen nach vorne. Ich will das schon ein bisschen rumhämmern. Erstmal wieder nachladen. Ja, Nachladezeit ist jetzt nicht zu verändern, glaube ich. Ich meine, es ist noch relativ moderat. Ich hab jetzt nicht mitgezählt, so um die 15 Sekunden wird es sein. Irgendwo dahinter. Ich glaube nicht, dass ich drüber hinwegschießen kann, und um ihn zu treffen. Ich würde mal sagen, ich fahre mal jetzt vor hier. Wie man sieht, oh, das. Ständig ist irgendwo irgendwer. So schrecklich.
Wow, fuck you. Panzerbefehlswagen, ey. Leckt mich im Arsch. Ja, wie man sieht hier, 15 cm. Ich guck gerade MG, 2500. Sprenggranaten 10 Stück, ja. Was ist WGR? Scheiße, WGR ist eine Abkürzung von Wagner. Ich will nicht zu viel sagen. Ich habe mich nicht zu sehr damit beschäftigt. Ich meine, alles so, alles was mit Krieg zu tun hat, interessiert mich schon, aber die technischen Sachen. Ich weiß mehr über die geschichtlichen Sachen als jetzt über die technischen Sachen. Ich meine, ich weiß genug darüber, also technischer Seite. Es ist nicht so, dass ich nichts weiß, aber es gibt natürlich ein paar Cracks, die kennen jedes Fahrzeug ein, wissen die Bereifung, kennen die Sommer- und Winterreifen und die Profilstärke einzeln. Und das können die natürlich auch, da lernt man halt immer ein bisschen was dazu. Geht in die Luft, ja. Oder? Ja, doch. Muss natürlich hier hinten ein bisschen rumgammeln. Also ich will mich nicht normal abschießen lassen und ich muss jetzt auch endlich mal was leisten. Jetzt kotzt mich natürlich auch selber an. Und ich habe das oft, gerade auch dann, wenn ich ein Video mache und so, dass ich mir denke, scheiße, du musst jetzt loslegen. Oder es wird nichts mehr. Und ja, ich gebe zu, dass ich mich so ein bisschen genötigt fühle. So, hier, Doppelschlag, oder? Wie ein Doppelschlag? Pack, den Kino einfach reinrahmen. Scheißegal, hier fliegt er sowieso jeder, wie er will. Und das meiste, was die Leute hier fliegen, ist sowieso Kamikaze. Normalerweise gehe ich, habe ich auch glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, gehe ich jetzt nur noch rein, um feindliche Schlachtflugzeuge und Bomber abzufangen. Dann ist mir auch egal. Ich verlasse aber oft genug dann einfach das Flugzeug, da ich gar nicht fliegen will, denn ich spiele ja Ground Forces. Ja. Und ich war ja auch da damals in der Testphase dabei oder in der Anfangszeit. Man weiß natürlich noch, wie es war, ohne Flugzeuge, die man besteigen konnte während des Kampfes. Ne? Das ist natürlich auch affig hier eigentlich. Mich hat das immer gestört, ich habe das nie geil gefunden. So. Ich will mich nicht ficken lassen von dem Typen, ganz im Ernst, ey. Und ich habe das Gefühl, der blockiert mich jetzt hier. Solange ich den nicht sehe. Schräg links oben, weil weiter oben ist noch einer von mir oder von uns hier, von meinem Team, aber ich weiß nicht, ob er den im Visier hat hier. Und ich weiß nicht, ob der Typ jetzt noch da ist. Was ist, wenn ich jetzt vorfahre und der Typ mich gleich anlächelt, ja? Zahnlos. Oh Gott, ey, ich hab so keinen Bock drauf. Könnte sein. Nee, da ist er. Okay, aber die sind beschäftigt jetzt. Die Art ist frei. Das war immer scheiße gezielt. Ja, dachte, er ist noch da. Oh, da jetzt hier irgendwie. Scheiße. Es ist umständlich. Aber ich sag mal, Respekt an die, die wirklich vernünftig zielen können damit. Ich sag mal, zumindest jede zweite Rakete ein Treffer ist hier. Oder jetzt zweite Granate, wie auch immer man das sieht. Oh, ich hab Treffer. Nur durch die Artillerie. Fuck you. Wo kommt der denn jetzt her? Naja, immerhin. Abschusshilfenserie. Könnte ich von hier treffen? Ich glaube, ich brauche das so gar nicht probieren. Ich glaube, das ist einfach viel zu weit entfernt. Schon wieder einer Bomber hier. Kann leider nicht rein zum Abfangen. Jetzt habe ich mich kurz minimal erschrocken. Oh, fuck, was ist der denn? Okay, ich fahre jetzt einfach vor. Ich muss ja irgendwie was machen hier. Ich habe schon viel zu lange da hinten rumgegammelt. Ich habe schon Rost angesetzt, echt. Meine Gelenke rosten. Und, shit. Ich wusste, dass sie die 8-8er zuerst angreifen. Schissen Kamikaze-Flieger hier. Ja. Er ist so affig. Oft, wie oft habe ich das schon gesehen? Leute, die
am Boden überhaupt nichts reißen, holen sie ihre Kills nur durch die scheiß Luftangriffe. Da ist er, jetzt sehe ich ihn. Okay. Scheiße. Oh, ich hab ihn gekillt! Oh Gott, ich freue mich gerade. Ich bin sprachlos. Wie man sieht, irgendein Affe versucht mich hier von oben wieder zu killen. Ey, das kotzt mich so an. Das ist jedenfalls, das kann man gar nicht mehr Ground Forces nennen. Das ist irgendein gemischter Modus. Weil die Hälfte sowieso. Was hat er denn da gemacht? Die Hälfte sowieso immer in der Luft. Ja. Ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich finde es einfach lächerlich. Ich meine, das Beste wäre, wie bei den Events, 1350 Punkte sammeln. So, Flugzeug besteigen dürfen und danach nochmal 1350 Punkte sammeln. Ja. Das wäre so ziemlich das Beste, finde ich. Naja, mal gucken. So. Mal ein bisschen mitcappen hier. Immerhin schon mal ein Kill. Und dann noch zwei Airkills. Die für mich nicht viel zählen, weil Airkills, weiß ich nicht. Airkills würden für mich bei den Luftschlachten irgendwie zählen, aber hier ist das für mich einfach nutzlos. So, haben wir es denn jetzt? Mal ein bisschen die Minikarte im Auge behalten. Scheiße, jetzt kommt hier einer hoch. Irgendeiner kommt hier hoch. Fuck! Ja, toll. Hätte ich vielleicht vorher nachladen sollen. Scheiße. Ich muss irgendwie ein bisschen weg hier. Schon ein bisschen sehr weg. Oh, fuck you. Das habe ich mir schon gedacht. Oh Gott, lad doch nach. Wieso hat denn noch nicht nachgeladen? Ist doch scheiße. Jetzt kriegt man natürlich auch mit, das dauert viel, viel länger, bis nachgeladen ist. Dieses brennende Wrack vor mir irritiert mich natürlich auch. Ich sehe nicht richtig. Leichtkette. Feuer einfach ins Nichts, glaube ich. Ne, offensichtlich würde ich den KV-1 so nicht kaputt kriegen hier. Jetzt haut der auch noch Artilleriefeuer raus. Ist er weg? Ne. Puh, oh, scheiße, Artillerie verschwindet. Oh Mann, ey. Oh, aber wir haben gewonnen. Ich habe relativ viele Punkte dafür, dass ich nicht allzu viel machen konnte. Wieso steht da ein zerstörtes Luftziel? Ich habe doch zwei abgeballert. Oder war es auch schon wieder eine verkackte Abschusshilfe? Ja, das war aufregend. So. Immerhin Sechster. Ja, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, würde mir helfen. Tut euch nicht weh, ne? Und ich fahre hier noch ein bisschen rum. Baller hier noch ein bisschen durch die Botanik. Ich sag mal, viel Spaß noch beim Zocken. Und wir sehen uns demnächst. Ja, dann, ne? Haut rein. Ciao, ciao.